Heute lernen wir den Falkaufschwung. Dafür brauchen wir eine Erhöhung und Socken unter dem Kinn. Jetzt machen wir einen Schritt auf den Hocker und schwenken das hintere Bein nach oben und dabei abspringen. Versuch mit einem Schritt reinzukommen und die Hüfte immer auf die Holmhöhe zu bringen. Als nächstes auf den Hocker sowie auf dem Video hinstellen und schwenk das hintere Bein nach vorne und dabei abspringen und versuch dich oben zu halten. Der Kopf darf nicht in den Nacken gehen. Und dann versuchen wir die gleiche Übung ohne Erhöhung. Dieses Element erfordert sehr viel Kraft, von daher ist das normal, wenn es beim ersten Versuch nicht klappt. Als Hilfe können wir uns einen Gummibandschaukel bauen, reinsetzen, hüpfen und versuch dich dann hochzuziehen. Den Hüftaufschwung werden wir schneller lernen, wenn wir ein bisschen mehr Kraft üben. Klimmzug halten und schwingen, als nächstes Hüfte hochbringen. Mach diese Kraftübung immer so viel, wie du kannst. Viel Spaß!